Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal zwei Arten meiner Nähplanung und stelle euch meinen Nähplaner vor, den es kostenlos für meine Newsletter-Abonnenten gibt. Also viel Spaß dabei! Den Nähplaner kannst du auf zwei verschiedene Arten verwenden. Einmal ganz normal, so kennt man es wahrscheinlich, kannst du dir die Seiten ausdrucken und dann mit Hand ausfüllen. Deine Notizen machen, Bilder einkleben, Stoffmuster einkleben. Ich mache das gerne in einem Regenbuch. Und jetzt mit meinem Update, was quasi heute online geht, vom Nähplaner bekommt ihr auch Vorlagen von meinen Schnittmustern, sodass das Ganze einfach nur noch aufgeschnitten werden muss. Das kann dann eingeklebt werden und ausgemalt werden. Also mega einfach. Ich bin ja auch nicht wirklich talentiert, was das Skizzenmachen beim Nähen betrifft. Und die Variante hat sich für mich total praktisch rausgestellt und ja, dies möchte ich gerne an euch weitergeben. genau. Grundsätzlich ist es so, das Ganze kommt querformatig ausgedruckt. Also man kann das dann auch einfach in einen A4-Hefter abheften. Ich finde die Variante hier praktisch. Ist es ein bisschen kleiner, handlicher. Und man kann das eben dann auch immer beliebig ergänzen mit den Sachen, die man noch braucht. Ne? Also nochmal einmal Nähplanung. Nochmal eine Seite vielleicht, wo man sich Schnittmuster merken möchte. Also da sind ganz viele verschiedene Sachen drin. Und das Ganze kann dann eben ganz einfach mit Hand ausgefüllt werden. Man kann das Ganze auch bewerten durch die Herzchen oben. Ja, also ich glaube, der Ablauf ist relativ einfach und trotzdem schön flexibel, sodass man das Ganze so erweitern kann, wie man es eben selber gerne haben möchte. Die andere Variante ist das digitale Nähplan. Und das ist etwas, ich weiß, das macht noch nicht jeder. Ich möchte aber mal eine große Empfehlung dafür aussprechen, denn es macht zum einen Spaß, es ist viel flexibler und man spart natürlich auch unwahrscheinlich Papier dadurch. Das funktioniert mit meinem PDF-Dokument genauso. Ich benutze dafür die App GoodNotes. Das ist für mich eine App, die ich für ganz verschiedene Planungsgeschichten nutze. Die ist nicht kostenfrei, also die kostet, glaube ich, um die 8 Euro. Man kann dann das Notizbuch, weil das die einzelnen Bücher werden Notizbücher genannt, dort importieren. Ich habe das halt auf meiner Dropbox gespeichert oder kannst es auch auf dem iPad speichern aus der Mail. Und dann das Ganze rein importieren und dann sieht das so aus. Und genau, man kann sich dann durch die Seiten wischen, durch die verschiedenen ja, Teile, Seiten, Inhalte. ja, und kann dann damit arbeiten. Der Riesenvorteil für mich an dieser digitalen Planung ist, dass es eben absolut flexibel ist. Das Ursprungs-PDF-Dokument, was du bekommst, das kannst du eben anpassen, wie du möchtest. Du kannst da so viele Seiten einfügen, du kannst kopieren und einfügen. Also wenn du jetzt 28 Nähprojekte planen möchtest oder 54, wie auch immer, dann kannst du das Ganze da so oft einfügen, wie du möchtest. Oder eben, falls du noch Seiten brauchst, um dir Schnittmuster zu merken. Oder wenn du sagst, ich möchte gerne einen Teil für mich, einen Teil für mein Kind, einen Teil für meinen Mann, dann kannst du das so zusammenstellen, wie du möchtest. Und der Riesenvorteil von dieser digitalen Planung oder überhaupt von der Nähplanung ist eben für mich wirklich, dass man eindeutig mehr
mehr Outfits näht und nicht nur Einzelstücke. Und das ist ja immer so ein Punkt, ne? Wenn man nachher vor dem Kleiderschrank steht und nichts zum Anziehen hat und ganz viele Sachen drin hängen. Das ist ärgerlich. Für das Eintragen und auch spätere Malen brauchst du so einen Tablet-Stift. Ne? Also es muss jetzt kein teurer Apple-Pencil sein oder so, sondern da gehen auch die ganz einfachen Geschichten. Du kannst zwischen verschiedenen Farben wählen, wenn du das thematisch dann noch ein bisschen abgrenzen möchtest. Genau. Und dann wird das Ganze ausgefüllt. Das ist am Anfang ein bisschen komisch, auf dem Tablet zu schreiben, aber da gewöhnt man sich eigentlich dann auch relativ schnell dran. Und dann können eben auch Bilder eingefügt werden, so wie ich jetzt. Das ist jetzt ein Bild aus meiner Vorlage. Also da habe ich, wie gesagt, ich glaube, es sind jetzt 8 Seiten Vorlagen von meinen Schnittmustern für dich zusammengestellt. Die sind alle mit drin in dem Paket. Die bekommst du dann. Und die können eben importiert werden und dann kannst du das so ausmalen, wie du möchtest. Wenn du hier den Stift nimmst als Modul, dann ist das Ganze deutlich differenzierter, sage ich mal. Dann kann man auch richtig schön Struktur reinbringen und eben auch so, wenn man dann später mal anfängt, so ein bisschen auf die Stoffeigenschaften einzugehen, kann man eben schon ein Jacquard von einem glatten Jersey ein bisschen unterscheiden. Das ist total klasse. Aber es muss natürlich nicht sein. Es geht auch einfacher. Und das mag ich auch ganz gerne. Das ist dann hier die Textmarker-Funktion. Das sieht dann so ein bisschen wie diese Aquarellfarbe aus, ne? So wie das die Künstler machen. und dann kann man natürlich mit dem Stift immer noch mal drüber gehen und ein bisschen Struktur oder Details einbringen, ne? Oder Muster. Also das mag ich sehr gerne, denn der kann hier auch so wie unten jetzt geschichtet werden. Also wenn du nochmal drüber gehst, dann wird das dunkler. Also da kann man richtig schön tricksen. Genau, dann haben wir noch die anderen Seiten. Also genau, so ein kleiner Überblick über das, was man nähen möchte. Hier, man kann das Ganze dann auch immer schön weggradieren und wieder neu schreiben, wenn man da sich irgendwie vertan hat. Ne? Also es ist wahnsinnig toll. Bewerten nicht vergessen, dafür sind die Herzen oben da, ne, damit man weiß, ob man das nochmal gerne nähen möchte. Und ja, das wäre so der grobe Überblick. Ne? Hier kann ich dir nochmal kurz zeigen, wie die zusätzliche Seite eben eingefügt wird. Es ist wirklich wahnsinnig flexibel und für mich auf jeden Fall eine Erleichterung und ich würde dir mal raten, das mal auszuprobieren. Die Planungshilfe ist, wie gesagt, kostenlos für alle meine Newsletter-Abonnenten. Da geht dann morgen nochmal eine Mail raus an euch und da bekommt ihr die ganze aktuelle Variante, auch mit den Vorlagen von meinen Schnittmustern. Das kann man natürlich, wie gesagt, ganz einfach auch ausdrucken, abheften und mit Hand ausfüllen und einkleben. Aber man kann eben auch das Ganze digital nutzen. Und da ist auch egal, welches Pad du hast. Also fürs iPad nutze ich die App GoodNotes. Auf Android habe ich es jetzt noch nicht probiert. Da gibt es die, glaube ich, auch für. Wichtig ist, dass es eine App ist, wo man PDFs ausfüllen kann. Genau. Ansonsten bitte, wenn jemand da Tipps hat, einfach unten mit reinschreiben. Und ja, wenn ich nochmal ein detailliertes Video dazu machen soll, so Schritt für Schritt, dann mache ich das gerne. Dann bitte auch dazu einen Kommentar hinterlassen. Und ansonsten natürlich ganz wichtig abonnieren und die Benachrichtigung einschalten. Und ja, bis zum nächsten Mal warten. Die Videos kommen jetzt immer dienstags und freitags. Tschüss!